noch ein Geburtstagskind unter uns, die Steffi. Steffi, ich möchte dir auch noch alles Gute zum Geburtstag wünschen von der Gemeinde. Und wir haben eine Karte für dich. Ja. Ja. Dankeschön. Genau. Gottes Segen für dich. Ja. Ich habe mir ein paar Gedanken aufgeschrieben zur Einleitung. Ich habe eben auch so einen Kalender, wo man für jeden Tag eben auch Gedanken ja, mitnehmen kann und da was für den Tag auch mitnehmen darf. Und da habe ich eine Geschichte gelesen, die ich euch weitererzählen möchte. Es geht um einen Engländer, Robert Scott, und sein Ziel war es, oh, vielen Dank, Benni. Er hat gelebt in dem Anfang des 19. Jahrhunderts und sein Ziel war es, den Südpol als Erster zu erreichen. Das hatte davor noch keiner geschafft. Und er hat sich auf den Weg gemacht und hat ein Segelboot genommen und ist runtergefahren bis ganz nach unten, wo das Eis beginnt. Aber er war nicht alleine, es gab auch noch einen anderen aus Norwegen. Und das war der Amundsen. Und der hatte das gleiche Ziel und der ist im gleichen Jahr gestartet, auch mit einer Expedition und ist eben auch Richtung Südpol gefahren. Und so gab es einen Wettkampf, eben wer zuerst diesen Südpol erreicht. Und so sind sie beide unterwegs und der Scott, der Engländer, hat schon einige Schwierigkeiten am Anfang und einige Hürden und er kämpft sich durch dieses ewige Eis und unterwegs machen dann auch noch seine Ponys schlapp und sie verringern die ganze Mannschaft, die eine Hälfte geht wieder zurück und er geht mit dem anderen weiter und kämpft sich durch und irgendwann schafft das und er ist am Nordpol angekommen. Und zu seiner Enttäuschung weht dort die norwegische Fahne schon. Er war zu spät. Er war nicht der Erste. Und er schreibt in seinem Tagebuch, all die Mühsal, all die Entbehrung, all die Qual, wofür? Und er ist sehr enttäuscht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ja, unsere Ziele und unsere Ziele und ja, das, was wir uns vornehmen, das entspricht vielleicht nicht dem Ziel, was er sich vorgenommen hat. Das ist vielleicht mehr, aber wir kennen es vielleicht auch täglich, dass wir ja unsere Ziele da nicht zustande kommen oder ja, da dann enttäuscht sind, entmutigt sind oder sogar vielleicht ja, die Hoffnung verlieren und dran verzweifeln an uns. Wenn wir eben das nicht erreichen, was wir uns vielleicht vornehmen oder unser Ziel nicht erreichen. Und so ging es auch dem König David. Er hat auch sich viele Gedanken gemacht in seinem Leben. Und er kam auch zu diesem Punkt, wo er gefragt hat, wofür das Ganze kämpfen und dieses Abmühen und dieses Leiden. Und er ist da auch verzagt dran und er hat aber in seinen Psalmen auch immer wieder so schöne Verse und da möchte ich uns einen Vers vorlesen. Das ist der Psalm 39. Psalm 39, Vers 8. Eben auch, woher von dieser Hoffnung redet. Und da steht, und nun Herr, worauf soll ich hoffen? Meine Hoffnung gilt dir allein. Er ergibt sich hier diese Antwort selber. Wofür das Ganze und auf was soll ich noch hoffen? Und hier ist seine Antwort, meine Hoffnung gilt dir allein. Und das möchte ich auch uns zusprechen. Ich weiß nicht, wie es dir vielleicht in deinem Leben geht. Ich kenne es in meinem Leben.
ja, dass man oftmals dann entmutigt ist, verzagt ist und sich fragt, ja, wofür das Ganze, und vielleicht auch hoffnungslos ist in manchen Situationen, die Hoffnung auf unseren Herrn zu richten, der ja eben uns helfen möchte und für ihn sich ja, es lohnt, und auf dieses Ziel hinzuzugehen zu ihm, und ja, dass es dafür auf jeden Fall auch diese Entbehrungen oder dieses auch hier dieses Leid auf dieser Erde sich garantiert lohnt, weil bei ihm eben ja er die größte Hoffnung gibt, wenn wir das Ziel bei ihm erreichen. Und ja, diese kleinen Ziele vielleicht, die wir hier auf dieser Erde anstreben und nicht erreichen, nicht so wichtig sind wie dieses größte Ziel, bei unserem Herrn Heiland anzukommen und ja, hier auf dieser Erde schon unsere Hoffnung ganz auf ihn zu setzen. Diese Gedanken, die fand ich so schön und sehr ermutigend auch für mich und denke ich auch für euch, das möchte ich euch weitergeben. Genau, so viel zur Einleitung. Und wir möchten nochmal ein gemeinsames Lied singen. Da geht es auch um die Hoffnung. Seid fröhlich in der Hoffnung. 506. Euer Helfen wird ein Zeichen der Liebe.
Ja, dann darf ich den Benni nach vorne bitten zur Predigt. So schön euch zu sehen, alle. Super, dass ihr alle da seid. Wir haben jetzt schon was von dem Psalm gehört. Danke, Nanni, für die einleitenden Worte. Ich habe mal eine Frage zu Beginn. Wie oft denkt ihr, muss man was hören, bis sich eine Gewohnheit daraus ergibt? 9 Mal? 10 Mal. Wer betet mehr? 7 Mal. 20? Schon besser. Sagt keiner 100. Ich habe mal gelesen, 60 Mal. 60 Mal muss man was hören oder getan haben, dass es eine Gewohnheit wird. Ganz so oft ist es heute nicht der Fall, aber heute ist 26 Mal das Gleiche dran. Heute Morgen. Das hämmert sich so richtig schön ein. Und wir lesen einen krassen Psalm. Der ist krass. Jetzt werdet ihr sehen auch warum. Ihr dürft gerne aufschlagen. Wir lesen Psalm 136. Der Psalm wurde wahrscheinlich gelesen zur Tempeleinweihung damals. Und in dem Psalm ist das Besondere mit 26 Versen, der hat immer so einen Kehrreim. Da kommt immer wieder nach, also in jedem Vers das Gleiche. Ein Satz und dann das Gleiche. Wieder das Gleiche, immer, also 26 Mal. Und ich möchte euch bitten, ein bisschen mitzuarbeiten. Ihr dürft immer lesen den Refrain. Dürft ihr laut mitlesen, ja? Alle, die eine Bibel haben. Also ich lese es den Text und ihr lest, denn seine Gnade währt ewiglich. Wir beginnen. Dankt dem Herrn, denn er ist gütig. Denn seine Gnade wird dankt dem Gott der Götter. Seine Gnade wird ewiglich. Dankt dem Herrn der Herren. Seine Gnade wird ewiglich. Ihm, der allein große Wunder tut. Seine Gnade wird ewiglich. Der die Himmel in Weisheit erschuf. Seine Gnade wird ewiglich. Der die Erde über den Wassern ausbreitete. Seine Gnade wird ewiglich. Der große Lichter machte. Seine Gnade wird ewig. Die Sonne zur Beherrschung des Tages. Seine Gnade wird ewig. Den Mond und die Sterne zur Beherrschung der Nacht. Seine Gnade wird ewig. Der Ägypten schlug an seinen Erstgeborenen. Seine Gnade wird ewig. Und Israel aus ihrer Mitte führte. Seine Gnade wird ewig. Mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm. Seine Gnade wird ewiglich. Der das Schilfmeer in zwei Teile schnitt. Denn seine Gnade wird ewiglich. Und Israel mitten hindurch führte. Denn seine Gnade wird ewiglich. Und den Pharao samt seinem Heer ins Schilfmeer stürzte. Denn seine Gnade wird ewiglich. Der sein Volk durch die Wüste führte. Denn seine Gnade wird ewiglich. Der große Könige schlug. Denn seine Gnade wird ewiglich. Und mächtige Könige tötete. Denn seine Gnade wird ewiglich. Sihon, den König der Amoriter. Denn seine Gnade wird ewiglich. Og, den König von Bashan. Denn seine Gnade wird ewiglich. Und ihr Land als Erbe gab. Denn seine Gnade wird ewiglich. Als Erbe seinem Knecht Israel. Seine Gnade wäre ewiglich. Der an uns gedachte in unserer Niedrigkeit. Denn seine Gnade wäre ewiglich. Und uns von unseren Feinden erlöste. Denn seine Gnade wäre ewiglich. Der allem Fleisch Speise gibt. Denn seine Gnade wäre ewiglich. Dankt dem Gott des Himmels. Denn seine Gnade wäre ewiglich. Jetzt habt ihr was gelernt, gell? 26 Mal, denn seine Gnade währet ewiglich. Vielen Dank fürs Mitarbeiten. Wir sollen Gott danken. Das steht ganz vorne und ganz hinten. Das sind die... Gleich ein bisschen leiser. Ich rede zu laut, ja?
Entschuldige. Lieber zu laut als zu leise, Erika. Das kennen wir ja gar nicht so. Entschuldige. Hauptsache, du verstehst etwas. Wir haben gelesen ganz am Anfang, dankt dem Herrn, denn er ist gütig, und ganz am Ende dankt dem Gott des Himmels. Das ist so ein Sandwich. Danken ganz am Anfang und ganz am Ende. Und alles zwischendrin kommt jetzt, was wir uns anschauen. Seid dankbar in allem. Das steht schon im 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Wir können Gott danken. Das haben wir gemacht im Lied vorher. Das kann man zu Hause machen. Das kann man gemeinsam machen als Gemeinde. Alleine. Als Familie. Familienandacht. Gott danken für seine Gnade. Und wir sollen nicht vergessen, Gott ist gut. Das steht ganz oben im ersten Vers, Gott ist gut. Das dürfen wir nicht vergessen. Während dem ganzen Psalm dürfen wir das nicht vergessen, Gott ist gut. Er ist immer gut und er bleibt gut. 26 Mal seine Gnade währt ewiglich. Warum so oft? Warum so oft dieser Kehrreim? Immer wieder. Ich weiß nicht, wer den Psalm von euch schon mal gelesen hat, aber es hat ja seinen Sinn, dass wir oft was hören. Das Prinzip der Wiederholung. Ihr wart ja alle schon mal in der Ausbildung oder im Studium, habt gelernt, das Prinzip der Festigung, wenn man was wieder und wieder und wieder und wieder hört und tut, dann festigt sich das. Das soll sich festigen. Das muss sich festigen bei uns. Seine Gnade währt ewiglich. Ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und jeder weiß jetzt von uns, hier geht es um die Gnade. Die Gnade Gottes, die ewiglich währt. Das hallt wie so ein Echo nach jetzt. Das hören wir immer noch in unseren Ohren, ob wir es wollen oder nicht. Das ist schon Ohrwurm, den nehmen wir jetzt mit heute. Denn seine Gnade währet ewiglich. Das war die Nationalhymne, dieser Psalm. Das Volk des Gottes im Friedensreich. Und die Psalmen 113 bis 118, die werden das kleine Hallel genannt. Und dieser Psalm wird das große Hallel genannt, das große Loblied. So wird es bei den Juden genannt. Jetzt haben wir so oft gelesen von Gnade. Überlegen wir uns mal kurz, was Gnade ist. Wenn ich ein Straffälliger bin, der Strafe verdient und diese Strafe wird mir erlassen, Amnestie, Straferlass, dann ist das super, freue ich mich drüber. Aber Gnade ist ja noch mehr. Ich bekomme was, was ich nicht verdiene, Freiheit. Ich komme nicht in den Knast, werde nicht verknackt, bekomme nicht die Strafe, ich bekomme dagegen etwas, die Freiheit. Letzte Woche war der Peter Braun da, der hat das auch so schön erklärt. Gnade, ich bekomme was, was ich gar nicht verdient habe. Und wir brauchen alle Gnade. Dann stellt sich die Frage, was habe ich denn verdient? Jeder Mensch hat das Gleiche verdient. Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das habe ich verdient. Jeder. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Zum Glück geht der Vers ja weiter. Das ist Gnade. Wir bekommen was, obwohl wir es nicht verdient haben. Dieses ewige Leben in Jesus. Und jeder von uns ist ja straffällig und hat eigentlich was verdient, nämlich den Tod. Und wäre Gott nur gerecht und nicht gnädig, dann wären wir alle tot und hätten kein Leben. Schon gar nicht ewiges Leben, werden getrennt von ihm. Aber weil Gott gnädig ist, bekomme ich was ich nicht verdient habe. Denn seine Gnade währt ewiglich. Ich bekomme nämlich ewiges Leben. Und der Beweis, dass Gott gerecht ist und trotzdem gnädig, den finden wir am Kreuz. Da ist Gott nämlich gerecht und er straft meine Sünde, wenn ich auf das Kreuz schaue. Er ist gerecht. Es gibt ein gerechtes Urteil, und trotzdem ist er gnädig. Den es treffen sollte, nämlich mich, den trifft es gar nicht. Gnade. Finden wir nur am Kreuz. Gerechtigkeit und Gnade. Finden wir nur am Kreuz. Epheser 2, Vers 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Entschuldigung. Dieser Psalm, der zeigt uns, das kann man so unterteilen ein bisschen. Er zeigt uns einen Rückblick auf die Schöpfung und er zeigt uns die Geschichte des Volkes Israel, wie sie rausgezogen wurden aus Ägypten. Und er zeigt uns jede Handlung Gottes in der Schöpfung und in der Erlösung,
ist würdig, sie zu beantworten und zu besingen. Alles, was er tut. Manchmal gar nicht so leicht, was wir da gelesen haben. Was ihr da besungen habt vorher. Was wir da gelesen haben. Wir werden es sehen. Ich glaube, manchmal ganz schön herausfordernd. Gott tut Wunder. Was hat dieser Psalm mit mir zu tun? Das ist ja jetzt, da geht es ja um Israel, gell? Das Volk Israel. Das ist ja lange her, dass die durch die Wüste gelaufen sind, dass die befreit wurden von Ägypten. Aber interessant ist ja, das, was das Volk Israel erlebt hat, leibhaftig, das widerfährt uns sozusagen in unserem Glaubensleben auch auf andere Ebene. Und es darf uns als Bild dienen, als Hilfe. Das schafft nur Gott. Gott schafft es, dass er die Geschichte von einem ganzen Volk so lenkt, über Jahrhunderte und Jahrtausende, dass das, was die erleben über eine lange Zeit, dem entspricht, was ein Mensch erlebt, der nur mit Jesus lebt. Das schafft nur Gott. Das ist allein schon ein Wunder. Deswegen, wenn ihr auch lest vom Volk Israel im Alten Testament, das hat viel mit uns zu tun, mit unserem Glaubensleben. Sie waren wirklich in Ägypten, leibhaftig, die waren wirklich in Gefangenschaft, leibhaftig, unter der Peitsche und mussten Ziegelsteine schleppen. Und wir im übertragenen Sinne waren auch gefangen, in Gefangenschaft, unter der Sünde und vom Teufel geknechtet. Sie wurden leibhaftig befreit und durch die Wüste geführt, rausgezogen aus dem Land der Knechtschaft. Und wir als Gläubige im übertragenen Sinne auch frei gemacht und jetzt im Glaubensleben unterwegs mit Gott. Aus Gnade. Man kann diesen Psalm in drei Teile teilen, das habe ich auch gemacht. Und zwar geht es zunächst um die Schöpfung, dann geht es um die Erlösung und als drittes geht es noch kurz um die Führung. Die Schöpfung Gottes, die macht ja sichtbar, wie erhaben Gott ist und wie unglaublich kreativ er ist. Er hätte ja auch andere Dinge schaffen können. Er hat so geschaffen, in so einer unglaublichen Kreativität und Allmacht. Und das Zweite, die Erlösung, die macht klar, Gott liebt uns. Er ist nicht nur allmächtig und unglaublich fern und unglaublich groß, er sucht auch eine Beziehung. Er liebt auch dich ganz persönlich. Nicht bloß der allmächtige, weit entfernte Schöpfer. Nee, der Gott, den man sogar mit du anreden darf. Muss aber nicht mal sie sagen. Der zeigt sich uns. Schauen wir zunächst auf die Schöpfung, Verse 1 bis 9. Da geht es um das, was Gott getan hat. In der Schöpfung. Wenn du die Schöpfung betrachtest, was Gott alles geschaffen hat, da ist von Sonne und Mond die Rede und von den Wassern und vom Ozean, von dem Himmel, alles, was er gemacht hat, Verse 1 bis 9. Wen betest du an, wenn du die Schöpfung siehst? Ich war mal im Kino und da kam ein Werbespot. Das war schon einige Jahre her. Und der Werbespot, da war so ein Ozean abgebildet und da kam eine Stimme im Hintergrund, ja, hallo, ich bin der Ozean, aus mir ist alles entstanden, ich bin der Grund und Ursprung aller Dinge, ich bin's, der Ozean. Alle so, hä? Ja, gut. Ob man da jetzt auf die Knie fällt, einen Ozean anbetet, der Mensch hat es verwechselt. Der Mensch ist schon bereit, die Natur anzubeten. Ja, die Natur ist wunderbar. Aber die Natur ist Schöpfung. Viele Menschen haben gar nicht die Ahnung davon, wer es geschaffen hat, wer der Schöpfer tatsächlich ist, warum es die Welt gibt, wohin die Welt zusteuert, wohin sie geht, wer der Herrscher der Welt ist und der Schöpfer und der Urheber. Hier bekommen wir Nachhilfe. Verse 1 bis 9. Er hat es gemacht in seiner Allmacht. Und wir bekommen auch eine Antwort auf die Frage, warum das Gott gemacht hat. Warum hat Gott das alles geschaffen? Denn seine Gnade währt ewiglich, das ist der Grund. Darum hat er es gemacht, weil er gnädig ist und weil seine Gnade ewig währt. Deswegen gibt es das Universum, weil Gott gnädig ist. Kein Big Bang, so buff und alles da. Nein, er hat es geschaffen, weil er gnädig ist. Und auch die Kinder. Ich muss gerade einen Eli sehen da hinten. Das ist ja unglaublich süß von da vorne. Er hat es gemacht in wunderbarer Weise.
Jedes Haus hat auch einen Architekten, oder? Jetzt hier das Gebäude ist ja geplant worden, überlegt worden, für einen bestimmten Zweck damals gebaut worden, von der katholischen Kirche noch. Die haben überlegt, wie können wir es am geschicktesten machen, dass wir uns hier versammeln können, um Gottesdienste zu feiern. Dann haben sie es erst gebaut. Das, jedem von uns leuchtet es ja ein, dass es so ist. Und genauso ist mit der Schöpfung auch. Nur ein paar Stufen höher und genialer. Dass Gott alles gebaut, alles geplant, alles gewollt hat, mit einem bestimmten Zweck. Er tut das alles allein. Im Vers 4 haben wir gelesen, ihm, der allein große Wunder tut. Also es gibt keinen zweiten, der das kann. Nur er allein. Er braucht nicht die Hilfe von extern, der jemand ihm irgendwie da hilft. Aber er tut es auch allein, weil er der Einzige ist, der es kann. Es gäbe gar keinen zweiten, der es auch könnte. Ein Universum schaffen. Zack. Es kann nur unser Gott. Er ist der Einzige, der es kann, sonst niemand. Und er hat es gemacht. Und die Schöpfung ist nicht bloß ein Ausdruck seiner Macht, seiner unglaublichen Macht, sondern eben auch seiner Güte, dass er gut ist. Und wie schön ist es zu wissen, diese Macht ist gut. Das ist keine böse Macht, wie in einem schlechten Film. Es ist eine gute Macht. Gott ist unglaublich mächtig, das kann man nicht messen. Und er ist gut. Die gute Macht schlechthin. Unser Gott. Und wir wollen ihm danken für die Schöpfung. Vor 2 Wochen war ja der Markus Ufrecht auch in unserer Mitte zum Predigen. Er hat auch die Schöpfung behandelt. Und wir können ihm danken. Die Lichter, Vers 7 am Himmel. Die Sonne, Vers 9, der Mond. Vers 9, Sonne, Vers 8. Habt ihr schon mal gedankt für die Sonne? Dass sie morgens so schön uns erwärmt? Also wäre die ja ein paar Kilometer weiter weg, gell, da wäre es ja zu kalt. Ein paar Kilometer näher, dann wird es zu heiß. So wird es in der Endzeit übrigens werden, da ändert das Gott dann, da wird es mal zu kalt, mal zu heiß wieder unter den Gerichten. Da ändert sich das und die Menschen stöhnen drunter, aber jetzt ist es wunderbar. Er hat es wunderbar gemacht. Unser Lebensraum ist diese Schöpfung. Die Wissenschaftler begreifen das nicht, wir Menschen begreifen das auch nicht, aber wir können Gott dafür anbeten. Der Prophet Jeremia, der bringt es auf den Punkt, Jeremia 10, Vers 12, bis 14, das lese ich euch schön vor. Jeremia 10, Vers 12. Entschuldigung. Er ist's, der die Erde erschaffen hat durch seine Kraft, der in seiner Weisheit den Weltkreis abgegrenzt und mit seinem Verstand den Himmel ausgespannt hat. Sobald er den Donnerschall gibt, sammelt sich eine Wassermenge am Himmel und Wolken ziehen herauf vom Ende der Erde. Blitze macht er zum Regen und den Wind führt er aus seinen Kammern hervor. Dumm steht jeder Mensch da, ohne es zu begreifen. Fand ich so interessant, dass Gott es niederschreiben lässt. Und so ist es ja, oder? Die Menschen gucken nur, oh ja, heute wird es bewölkt. Aber was Gott da geplant hat, um sein Land zu begießen, dass er die Wolken betankt und dann rüberschickt, da wo es Wasser braucht. Genial. Die Schöpfung. Und er ist der Urheber des Universums. Interessanterweise wird hier Gott genannt im Vers 1 Yahweh, im Vers 2 Elohim und im Vers 3 Adonai. Immer diese unterschiedlichen Namen für Gott. Und er ist unvergleichbar. Also es gibt nicht nebeneinander so verschiedene Götter wie so Superhelden. In diesen Superheldenfilmen, da gibt es immer mehrere. Jeder hat eine Super-Eigenschaft und die können sich gegenseitig ergänzen und die helfen sich gegenseitig, ziehen sich aus dem Schlamassel raus. Bei Gott ist es nicht so. Er ist einer. Und er braucht auch keinen zweiten Superheld oder sowas neben sich, der ihn mal raushaut. Gott ist einer. Und er ist gut, Vers 1. Er ist auch nicht nur kurzzeitig gut oder für eine bestimmte Zeit, sondern er ist gut. Vollkommen und immer. Er ist immer gut. Vergessen wir das nicht, wenn wir jetzt weiterlesen. Er ist immer gut. Und alle Mächte, Vers 2, sind von ihm erschaffen. Alles, was er erschaffen hat, Engelmächte und so weiter, er ist alles unter ihm. Niemand kann ihn dem Thron streitig machen. Gar niemand. Und Vers 4, er regiert auch alles. Er tut Wunder.
Er ist der Ursprung aller Dinge. Da kommen wir jetzt her von dieser Schöpfung. Und jetzt sehen wir Gottes Handeln in der Erlösung, im zweiten Teil. Verse 10 bis 15, da geht es um die Erlösung, das ist mein Hauptschwerpunkt. Für die Schöpfung können ja viele danken, vielleicht sogar auch Menschen, die Gott gar nicht kennen. Die können das bewundern und ach wunderbar, was ist das für eine geniale Schöpfung. Ja, da muss was dahinter stecken, irgendeinen Gott gibt es vielleicht schon. Aber für die Erlösung danken nur Gläubige, die das erlebt haben, die verstehen, was Erlösung bedeutet, weil sie gefangen waren. Gott ist der Befreier. Und er hat sein Volk erlöst und befreit und rausgeführt, Vers 11, und Israel aus seiner Mitte geführt. Wie kam das? Das Volk Israel war ja 400 Jahre in der Gefangenschaft in Ägypten, die waren Sklaven, mussten arbeiten dort. Da wurde Mose gesandt von Gott, um sie rauszuhauen, um sie zu befreien aus Ägypten. Sie ziehen raus aus dem Weltreich Ägypten, nach langem Verhandeln, und jetzt stehen sie am Roten Meer. Sie stehen vor einem Riesenmeer. Sie kommen gerade von Ägypten raus und stehen jetzt in einer Sackgasse. Jetzt geht es ja gar nicht weiter. Von hinten sehen sie schon die Staubwolke. Da kommen schon die ägyptischen Krieger und wollen sie alle töten. Und wollen sich rächen, dass sie keine Arbeiter mehr haben. Keine Billiglohnarbeiter. Jetzt ohne Ausweg. In einer Sackgasse, jetzt ist das Volk Gottes verloren. Wissen nicht, was jetzt passiert. Hier ist ja auch der Pharao, als es passiert, ein Bild auf Satan. Wir halten fest, alles, was dem Volk Israel passiert, das passiert uns im Glaubensleben, im Glauben. Und dieser Pharao, der möchte seine Sklaven nicht freigeben, und so rennt er jedem hinterher, der raus möchte aus der Gefangenschaft und will ihn nicht freigeben und will ihn behalten für sich, wenn sich jemand interessiert für den Glauben. Im Evangelium in Kontakt kommt, anfängt Bibel zu lesen. Das hasst Pharao, das hasst dein Feind, der Teufel, der Menschenmörder von Anfang an. Und er rennt hinterher und möchte das verhindern, dass Menschen frei werden. Er will seine Sklaven behalten. Er kämpft um jede Seele. Immer. Vielleicht hast du das auch schon gemerkt, dass er kämpft um dich. Wenn du noch nicht angekommen bist bei Jesus, er rast hinterher, um dich weiter unterdrücken zu können. Was passiert? Sie stehen vor dem Meer im Hintergrund der Pharao mit seinen Soldaten und das Meer öffnet sich. Was für ein Wunder. Es öffnet sich. Es entsteht ein Weg mitten im Ozean. Gott tut ein Wunder. Er allein tut Wunder, haben wir gelesen. Und das Meer steht, so steht es im 2. Mose, links und rechts wie eine Wand. Wie eine Wand steht das Wasser. Physikalisch unmöglich, oder? Können wir das erklären? Können wir das nachbauen im Labor? Niemand kann das. Das kann Gott. Glauben wir das? Dass Gott das kann? So eine Schneise durchs Wasser schlagen, Rettung schaffen? Wenn wir das nicht glauben, haben wir sicherlich auch Probleme damit zu glauben, dass Gott das Universum schafft. Dass Jesus Blinde heilt, Lahme gehend macht. Dass Jesus vom Tod aufersteht. Deswegen glauben wir auch das, dass Gott das kann. Das ist für ihn überhaupt kein Problem. Wenn er alles geschaffen hat, dann kann er auch die Wassermoleküle so anordnen, dass sie die Wand sind, links und rechts, in der Mitte ein Weg. Und da kann sein Volk laufen. Und da gehen sie entlang und werden dadurch befreit. Wir glauben der Heiligen Schrift. Und wir können nicht alles verstehen. Wir können es auch nicht nachrechnen, aber wir glauben es. Wenn wir es verstehen würden, dann wären wir ja selber Gott. Oder wenn wir es verstehen würden, dann wäre Gott ja klein. Aber Gott ist groß. Er kann alles und er lügt nicht. Gib dem Zweifel keine Chance. Wenn du zweifelst an solchen Stellen, gib dem Zweifel keine Chance. Glaub's, was da steht, weil er es sagt. Das Wort Gottes vermittelt ja Tatsachen. Die Tatsachen, die wir gar nicht wüssten, wenn er sie nicht sagen würde. Deswegen dürfen wir es ihm glauben. Wilhelm Busch hat gesagt, wenn ich einen Gott hätte, der das nicht tun kann, der das Meer nicht teilen kann, dann könnte ich nichts mit dem Gott anfangen. Aber warum brauchst du einen Gott, der das nicht kann? So einen brauchst du nicht. Aber er kann es. Jetzt geht das Volk hindurch, durch diese Wassermassen und der Pharao natürlich hinterher.
der möchte sie ja nicht freigeben. Mit seinen Soldaten rast er hinterher, aber das Meer begräbt die Feinde unter sich. Das Wasser wird runtergelassen. Die Wände aus Wasser werden losgelassen. Und der Pharao ertrinkt, der das Schilfmeer in zwei Teile schnitt und Israel mitten hindurchführte und den Pharao samt seinem Heer ins Schilfmeer stürzte. Sie ertrinken alle. Der Pharao wird getötet und hunderte, tausende Krieger mit ihm. Verstehen wir jetzt, dass das Volk Israel singen kann, denn seine Gnade währt ewiglich. Die haben gewusst, was sie singen. Die haben es gewusst. Das ist kein Widerspruch. Dass Gott den Pharao und alle Soldaten tötet, wo wir sagen, denn seine Gnade währt ewiglich, das widerspricht sich nicht. Er hat sein Volk befreit. Wenn wir an so Verse kommen in der Schrift, die unseren Verstand und auch unseren Glaube herausfordern, dann dürfen wir wissen, er widerspricht sich nicht. Und er ist gut. Er ist immer gut. Darf Gott töten? Spannende Frage. Dürfen wir ihn anklagen, wenn er das tut? Als seine Geschöpfle? Die kleinen Menschen? Wir Menschen sollen nicht töten. Wir sollen niemanden töten. Aber Gott kann Leben nehmen. Von ihm kommt das Leben. Er kann ja auch wiederbeleben. Nicht so lasch, wie wir das machen. Er kann wirklich wiederbeleben. Er ist der Schöpfer. Und wir sind Menschen. Darf Gott nicht über Leben und Tod entscheiden? Dürfen wir das über ungeborenes Leben entscheiden? Sind wir die moralischen Menschen, die Gott sagen müssen, was er darf und was er nicht darf? Die wir 100.000 im Jahr töten im Mutterleib? Jesaja warnt uns in einem ganz, ganz wichtigen Vers, Jesaja 5, Vers 20, wehe dem, der Böses gut und Gutes böse nennt. Er warnt uns, die Perspektive zu verschieben. Gott ist gut, wir nicht. Was Gott tut, ist gut und richtig. Unsere Taten sind nicht gut, aber seine. Und er weiß, was er tut, und er weiß auch, was wir nicht wissen. Und was glaubt ihr, wie wir handeln würden, wenn wir wüssten, was er weiß? Genauso. Er weiß, was er tut. Er sieht in die Zukunft. Er kennt ja alle Zusammenhänge. Er weiß ja, was passieren würde, wenn diese Menschen überleben würden. Er weiß ja, was kommen würde. Deswegen dämmt er das Böse ein. Er weiß, was passieren würde, wenn sich das Böse ohne Eindämmung ausbreiten würde. Er weiß, was passieren würde. Er weist es in die Schranken. Und Gott ist ein liebevoller Vater, trotzdem. Er ist kein Großvater, so ein Seniler, der den Großenkeln alles gibt, was sie wollen. Er ist ein liebender Vater, der erzieht. Und er ist absolut liebevoll und absolut gerecht. Und es schließt sich auch nicht aus. Gott ist wunderbar. Und meine Frage, was für eine Liebe wäre das, wenn Gott das Böse nicht strafen würde? Wenn ich kinderlieb bin, und das bin ich, wenn ich kinderlieb habe, was würde ich denken über Kindesmissbrauch? Würde ich es nicht hassen und bestrafen wollen? Doch, oder? Was wäre das sonst für eine Liebe zu Kindern? Und dass dieses Gericht über den Pharao auch ein Akt der Güte und Gnade Gottes ist, das werden all die bestätigen, die das Böse hassen und Gerechtigkeit lieben. Wir wollen so denken, wie Gott denkt. Wenn Übeltäter verurteilt werden, dann ist es ein Gewinn, auch oft für die Gesellschaft. Und ihnen wird kein Unrecht getan, sie bekommen, was sie verdienen. Zum Glück bekomme ich nicht, was ich verdiene. Könntest du an einen Gott glauben, der das Böse nicht bestraft? Der das Böse lässt, wie es ist, und unbestraft lässt? Der alles Böse zulässt und unbeantwortet lässt? Könntest du an so einen Gott glauben? Wo alle Verbrecher, Mörder, Vergewaltiger ungestraft davonkommen. So einen Gott
haben wir nicht. Wir haben absolut gerechten Gott. Und er lässt niemand davon kommen, auch mich nicht und auch dich nicht. Niemand. Er sieht alles und er ist absolut gerecht. Aber dieser Gott, wir haben es gehabt, er ist liebevoll und er will nicht richten, weil er gnädig ist. Er ruft alle Menschen zur Versöhnung. Er ruft alle zu sich, dass sie alle zu ihm kommen. Und dass sie nicht enden wie Pharao, dass sie nicht gerichtet werden. Ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose sich abwende von seinem Weg und lebe. Hesekiel 33, 11. Lasst euch versöhnen mit Gott. 2. Korinther 5, Vers 20. Gott will nicht richten. Er will gnädig sein. Er will, dass jeder zu ihm kommt. Und er lädt jeden ein. Warum wird der damalige Weltbeherrscher, der Pharao, warum wird er gerichtet? Ist er böser als ich? Hat er mehr auf dem Kerbholz? Ja, vielleicht schon, vielleicht auch nicht. Er gibt das Volk Gottes ja nicht frei. Ihr kennt die Geschichte ja. Gott sagt ihm durch Mose, lass mein Volk ziehen. Und er sagt, nö. Er widersetzt sich Gott. Er verweigert Gott den Gehorsam. Er weigert sich, Gott nachzugeben. Wieder und wieder und wieder. Er verlacht sogar Gott und spottet über Gott. Und dieses Verhalten zieht immer Strafe nach sich. Immer. Und das Problem ist ja nicht, dass der Pharao Gott nicht verstanden hätte. Mose hat mit ihm Deutsch gesprochen. Ägyptisch. Er hat mit ihm verständlich geredet. Gott hat sich verständlich gemacht. Er ist ja fair. Er macht sich uns verständlich. Pharao wollte nicht. Er wollte nicht. Jeder Mensch hat die Wahl. Die Gnade Gottes anzunehmen oder abzulehnen. Jeder Mensch hat die Wahl. Aber er fordert dich auf, Buße zu tun. Das ist seine Aufforderung. Wenn du es nicht tust, dann verweigerst du dich Gott. Daher ist Gottes Gericht absolut gerecht. Absolut gerecht, weil er niemand übergeht. Er schließt niemanden aus. Er will alle einschließen. Das Leben wird oft gesehen wie ein Supermarkt. Von vielen Menschen, die gehen rein in den Supermarkt. Und was machen wir da? Was brauchen wir? Was gefällt uns? Das nehmen wir, das packen wir ein in unseren Einkaufswagen. Das nehmen wir auch noch mit, das nehmen wir auch noch mit. Ach, ein bisschen mehr von dem noch. Und dann gehen wir so durch, durch unser Leben. Und am Ende vom Supermarkt, was steht da? Die Kasse. An der Kasse wird bezahlt. Da heißt ja, was kostet das? Na, das kostet das Leben. Das ist der Preis. Einmal Leben, bitte. Man kann Gottes Güte ablehnen. Man kann sie aber auch annehmen. Man kann Gottes Gnade verpassen. Das kann man. Und jeder, der von Gott gerichtet wird, wie der Pharao hier, der bekommt, was er verdient. Deshalb wird er gerichtet, weil er Gott ablehnt. Er verzichtet sozusagen freiwillig auf Gottes Gnade. Nee, ich brauche Gott nicht, ist mir auch egal, was er zu melden hat, ich interessiere mich nicht dafür, ich gehe meinen Weg. Und jeder, der glaubt, dass Jesus nicht für seine Sünden gestorben ist und dass er diesen Herrn Jesus braucht und ihn nicht annimmt ganz persönlich, der zahlt an der Kasse für seine Schuld. In ewiger Verlorenheit und Gottes Ferne. Das ist todernst. Man kann Jesus ablehnen, aber man sollte sich bewusst machen, was für Konsequenzen es hat. Das sollte man immer machen. Bei allem, was man tut, was hat es für Folgen? Und vor allem diese Entscheidung hat ja ewige Folgen. Es gibt keine wichtigere Entscheidung. Deshalb, es erfordert eine persönliche Entscheidung. Johannes 3, Vers 36 sagt uns der Herr Jesus, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Der hat keinen dafür gezahlt. Der zahlt selber. Pharao wurde gewarnt, bevor das Gericht kam. Gott ist immer fair. Er wurde gewarnt. Und Gott warnt davor, auch sein Volk falsch zu behandeln. Ist auch interessant. Sein Volk heißt ja auch, sein Augapfel nennt er das auch, sein Volk Israel.
Und wer das missachtet, der erntet auch, was er sät. Das sehen wir auch zum Beispiel in Deutschland. Zweiter Weltkrieg, wir haben 6 Millionen Juden getötet. Also nicht wir, aber damalige deutsche Regierung. Und danach wurden wir bestraft, wurde Deutschland bestraft von Gott. Ein zerstörtes Land. Schrecklich. Das ist auch heute zu beobachten. Wenn ein Land sich für Israel einsetzt und zu Israel stellt, dann ist das Land gesegnet und diese Regierung. Und wenn sich ein Land gegen Israel stellt, dann stellen sie sich gegen den lebendigen Gott. Übrigens, wenn wir gerade bei dem Pharao sind, Gott weiß schon im Voraus, wie Pharao sich entscheidet. Ist auch so interessant. Gehen wir mal kurz zurück ins Buch der 2. Mose. Da lesen wir was ganz Interessantes. 2. Mose 7, Vers 4 und 5. Da wo Gott zu Mose spricht und ihm erzählt, was passieren wird. 2. Mose 7, ab Vers 4. Und der Pharao wird nicht auf euch hören, so dass ich meine Hand an Ägypten legen und mein Heer, mein Volk, die Kinder Israels, durch große Gerichte aus dem Land Ägypten führen werde. Und die Ägypter sollen erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke und die Kinder Israels herausführe aus ihrer Mitte. Er weiß es bei jedem Menschen im Voraus, wie er sich entscheidet. Nicht bloß beim Pharao, auch bei dir. Gott weiß alles. Wie kann er das wissen? Ob du dich gegen Gott oder für Gott entscheidest, das weiß er schon. Er hat die Zeit geschaffen. Und wir leben in der Zeit. Heute ist heute, morgen ist morgen. Nächstes Jahr ist nächstes Jahr. Vor 10 Jahren waren wir noch jünger. Gott ist außerhalb der Zeit. Er schwebt da so drüber und er sieht alles auf einmal. Von vorne bis hinten. Die ganze Zeit sieht er alles auf einmal. Das ist für ihn alles eins. Und er weiß, wie jeder sich entscheiden wird. Aber weil Gott dieses Wissen hat, entbindet es dich ja nicht von deiner Verantwortung, dich für ihn zu entscheiden, auf ihn zu reagieren. Das ist nochmal eine extra Predigt für das nächste Mal irgendwann. Thema Vorherbestimmung und freier Wille. Noch was. Wir haben gelesen, Vers 11, Vers 10, der Ägypten schlug an seinen Erstgeborenen. Und ihr habt erwidert, denn seine Gnade währet ewiglich. Wisst ihr noch? Die Erstgeburt wird geschlagen. Das heißt, in Ägypten wird jedes Kind, jedes erstgeborene Kind getötet. Boah. Ist das eine Zumutung? Babys werden umgebracht. Jugendliche, Teenager, Kinder. Was für ein Gott. Unser liebender Vater im Himmel ist das. Der widerspricht sich nie und der ist immer gut. Immer gut. Voller Gnade und Barmherzigkeit. Erzählen wir das gerne unseren Nachbarn und Freunden und Kollegen, die wir evangelisieren, was für ein Gott wir haben. Im Psalm davor steht es auch schon. Psalm 135, Vers 8. Er schlug die Erstgeborenen Ägyptens vom Menschen bis zum Vieh. Und daraufhin ist der Widerstand des Pharaos gebrochen. Das war der Schlüssel. Dann wurde sein Volk freigelassen. Dann hat Pharao nachgegeben. Was Gott den Ägyptern angetan hat, war Gericht und war Beweis seiner liebenden Güte gegenüber seinem Volk. Er lässt es nicht im Stich. Er tut alles, um sie rauszuholen. Und Gott ist Liebe und Gott ist heilig und er ist total gerecht. Seine Eigenschaften sind wunderbar ausgewogen. Sollten wir Gottes Zorn verschweigen? Wir sollten seine Liebe nicht verschweigen. Seine Gnade auf keinen Fall. Aber auch seinen Zorn nicht. Das Ergebnis wäre sonst ein einseitiges Bild von Gott. Wenn man nur eine Seite oder eine Eigenschaft überbetont. Deswegen wollen wir uns bemühen, ein Gesamtbild zu sehen. Auch Gott ist dann gut, wenn er richtet. Er weiß, was er tut. Glaube ich das? Er weiß, was er tut, immer. Und er macht es richtig.
Auch wenn ich das Leben mal nicht verstehe. Auch wenn es Umstände gibt in meinem Leben, die mir komisch vorkommen. Wenn ich die Dinge nicht unter die Räder bekomme. Wenn die Umstände schwierig sind. Denn seine Gnade währet ewiglich. Auch dann. Immer. Wenn mir Ungerechtes angetan wird. Wenn ich persönliche Verletzungen erlebe. Wenn mir die Dinge entgleiten, die ich dachte vielleicht festzuhalten. Wenn ich mir ohnmächtig vorkomme. Wenn ich weiß, wie ich den Gaspreis zahlen soll. Wenn ich nicht weiß, was kommt. Denn seine Gnade währet ewiglich. 26 Mal. Gott ist gut. Noch eine Anmerkung. Die Erlösung Israels aus Ägypten heraus, das war keine Reaktion Gottes. Er wusste davor, dass er sie retten werden muss. Das wusste er schon davor. Schon bevor sie da waren. Erinnern wir uns dran, er ist überhalb der Zeit. Und auch die Erlösung der Menschheit war keine Reaktion Gottes. Nach dem Sündenfall hat er sich überlegt, was mache ich jetzt? Wie könnte ich sie da raushauen? Nein, Gott ist kein Mensch. Er hat schon davor gewusst, wenn ich Schöpfung mache, werde ich auch Erlösung machen müssen. Und der Sohn war bereit, okay, ich bin bereit zu erlösen. Und dann hat der Vater und der Sohn beschlossen, dann werden wir auch Schöpfung machen. Nur dann, wenn Erlösung gewährleistet ist. Erlösung, zweiter Punkt. Wir kommen zum dritten, zum letzten Punkt. Die Führung Israels im letzten Abschnitt, 16 bis 26. Er hat sie rausgeholt aus dem Land, er hat uns rausgeholt aus unserer Gefangenschaft. Jetzt sind wir frei, wir leben mit Gott. Es wird eine ganz gemütliche Bootstour oder eine Wüstenwanderung. Geht über Stock und Stein. Da ist holprig, da hat Steine, da ist heiß, da ist unangenehm. Die sind durch die Wüste gelaufen, 40 Jahre. Eine Wüstenwanderung mit 2 Millionen Menschen, 40 Jahre lang. Ich weiß nicht, wie viele Foodtrucks man da bräuchte, die zu versorgen. Und die Wasserleitung muss ja, sowas kann ich gar nicht tragen, so viel Wasser. Die haben sie überlebt. Die konnten nichts anbauen. Da kannst du keine Kartoffeln in der Wüste anbauen. Die haben sie überlebt. Gott hat sie versorgt. Durch diese Wüstenzeit hindurch. Wir sollten auch nicht überrascht sein, wenn es dann auf diesem Weg mit Gott holprig ist, angefochten, steinig, und da Anfechtungen warten und Gefahren. Aber er führt. Gott ging voraus. Wolkensäule, Feuersäule, er hat sie beschützt. Er hat sie versorgt. Da kamen Angriffe. Amalekiter und Ammoniter und von allen Seiten kamen sie. Sein Volk war ängstlich und bedroht und eingeschüchtert. Aber sein Hirte, der verlässt die Schafe nicht. Der echte Hirte. Wir hatten da vom Josua eine wunderbare Predigt über den Hirten, der für seine Herde sein Leben gibt. Und typisch für uns Menschen, wie auch beim Volk Israel das so war, man fällt auf den Boden, man stolpert über den Stein, man meckert, weil es nichts zu trinken gibt, man ist durstig, man ist genervt von der Hitze, vom Staub, man denkt, man hat zu wenig, man muss Prüfungen bestehen, man muss Gott vertrauen lernen und er bereitet uns vor auf das Ziel. Wir dürfen unsere Hoffnung in ihn stecken, wie es Nani gesagt hat. Unsere Hoffnung auf ihn setzen. Und alle, die ihm folgen, kommen sicher ans Ziel durch die Wüste hindurch. Sein Weg ist der beste Weg, der Weg durch die Wildnis. Aber wer seinen Weg selber wählt, der kann sich verlaufen, der kann sich verirren, deswegen der Weg ihm nach ist der beste. Und wie oft bewahrt uns Gott davor, eigene Wege zu gehen, irgendwie Unsinn zu machen. Seine Gnade währet ewiglich. Paulus sagt in 2. Korinther 12, Vers 9, lasst ihr an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist eine gute Voraussetzung für mich, weil ich bin schwach. Aber seine Gnade ist in den Schwachen mächtig, nicht in den Starken. Und seine Gnade ist ausreichend für uns, auch für dein Leben, auch für mein Leben. Es reicht, bis wir bei ihm sind, um zurechtzukommen, um bewahrt zu werden vor Fehlern, vor Irrwegen, vor Irrlehren, vor Umwegen, vor Verletzungen.
Gott führt sein Volk. Und er führt es zum Ziel, er führt es heim und er denkt an sein Volk. Es war von ihm gesegnet, es war von ihm gerettet, sein Volk Israel, durch die Wüste geführt, vor Feinden bewahrt, ins verheißene Land gebracht am Ende, dann waren sie dort und dann war alles gut, gell? Naja, sie waren dann im verheißenen Land und haben trotzdem noch gegen Gott rebelliert. Kennen wir irgendwoher? Aus unserem Leben wahrscheinlich. Er hat Propheten gesandt und zu ihnen gesprochen und sie ermahnt und sie haben noch rebelliert. Und sie wollten einen König und sie haben einen König bekommen. Und dann wurde das Königreich geteilt, da gab es ein Nordreich und ein Südreich. Und er hat Propheten gesandt und zu ihnen geredet und sie haben immer noch rebelliert. Und er hat gesagt, hört auf mich, kommt zurück zu mir. Die Propheten, die triefen davon. Kommt zurück zu mir, hört auf mich, bleibt bei mir. Und er kam so weit, bis sie in Gefangenschaft geführt wurden. Weg aus Israel. Nach Assyrien, nach Babylon. 600 vor Christus war das. In ein fremdes Land. Als Strafe. Als Strafe. Nach 70 Jahren kamen sie zurück. Gnade Gottes. Und waren wieder im Land Israel. Und haben wieder einen Tempel aufgebaut. Haben wieder neu begonnen. Und schließlich, ums Jahr 0 rum, wurde der Heiland geboren, Jesus. Da gab es das Heil für alle, nicht bloß mehr für die Juden, auch für die Heiden. Die Gemeinde ist entstanden. Die Gemeinde aus Juden und Heiden. Und das Volk Israel, immer noch rebellisch. Wollen wir nicht den Messias. Brauchen wir nicht. Sein Volk lehnt ihn ab. Dann wurde der Tempel zerstört, wieder. 70 nach Christus, kaputt. Und die Juden zerstreut auf alle Kontinente, also nicht bis zum Südpol, aber auf allen anderen Kontinenten waren die Juden über 2000 Jahre verstreut, über die ganze Welt verstreut, weil sie Gott abgelehnt haben. Und er hat sie gestraft, indem er sie verstreut hat, viele Jahrhunderte lang. Sein Volk, bis er sie wieder gesammelt hat in seinem Land. Das haben wir jetzt auch beobachtet, im letzten Jahrhundert, auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, vor allem dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg die großen Einwanderungswellen wieder in das Land Israel. Gott denkt an sein Volk. Er führt sein Volk. Er liebt es. Und wir sind Augenzeugen von seinem Handeln mit seinem Volk. Wir kommen zum Schluss. Kann ich die Gnade Gottes, die wir besungen haben, alle gemeinsam, kann ich die ablehnen? Ja. Er zwingt mich nicht. Viele Menschen gehen ewig verloren. Warum? Weil Gott sie nicht auserwählt hat? Weil Gott ihnen keine Chance gegeben hat? Weil Gott sie zu wenig geliebt hat? Oder zu leise gerufen hat? Nein, er hat ihnen die Gnade nicht vorenthalten. Sie gehen vielmehr deswegen verloren, weil sie das Angebot der Gnade freiwillig abgelehnt haben. Nur deshalb. Daher bekommen sie absolute Gerechtigkeit serviert. An der Kasse. Ich will nicht Gottes Gerechtigkeit erleben. Und Gott sei Dank werde ich es auch nicht. Ohne seine Gnade. Das will niemand, Gottes Gerechtigkeit erleben. Wir haben gesehen, die Gnade ist ewiglich. Seine Gnade währt ewiglich. Was heißt das? Habe ich ewiglich Zeit, mich zu bekehren? Ewiglich, also ohne Ende, unendlich Zeit. Die Arche, die von Noah gebaut wurde, die war offen. Und da wurden Menschen eingeladen zur Rettung. Und es gab einen Tag, da wurde sie geschlossen. Wer dann kam und angeklopft hat, weil das Wasser gestiegen ist, weil der Regen angefangen hat, der kam zu spät. Der hat die Gnade verpasst. Ich wünsche es niemand. Das Volk Israel, das in Ägypten war und frei kam, die kamen deswegen frei und wurden deswegen verschont, weil sie das Blut des Lammes genommen haben und die Pfosten angestrichen haben. Und wo das Blut nicht an den Pfosten der Haustüre war, da wurde die Erstgeburt getötet. Da war es zu spät. Da ist nichts mehr gebracht zu sagen, jetzt brauche ich noch ein Lamm, jetzt muss ich noch irgendwo einen Pfosten anstreichen. Es war zu spät. Gottes Gericht kommt zu einer gewissen Zeit und er fordert dich jetzt auf, Buße zu tun. Und er hat genug Gnade, auch deine Schuld zu vergeben. Wenn es für mich gereicht hat, reicht es für dich. Auf jeden Fall. Klammer dich an ihn, wende dich an Jesus. Ich habe noch einen Vers, Sprüche 21, Vers 15.
Es ist eine Freude für die Gerechten, wenn Recht geschaffen wird. Aber für die Übeltäter ist es ein Schrecken. Für Ungläubige ist es schrecklich, ein unglaublicher Schrecken, wenn Gott Gerechtigkeit übt. Wie würde ich vor dem Schöpfer stehen, wenn Gott nur gerecht zu mir wäre? Ohne einen Funken Gnade. Es gibt keinen größeren Schrecken. Es wäre nichts schlimmer. Aber ich gehöre zu den Gerechten. Nicht, weil ich besser bin, wahrscheinlich bin ich schlechter als ihr. Ich gehöre zu den Gerechten, weil ich Jesus kenne. Weil er für meine Schuld gestorben ist, weil ich zu ihm gehöre. Und ich schaue aufs Kreuz von Golgatha und es reicht. Da wurde nämlich meine Sünde angenagelt. Da wurde mein Stellvertreter getötet. Da wurde Gerechtigkeit vollzogen. Da wurde an meiner Stelle bestraft. Und da wurde Recht geschaffen und alles in Ordnung gebracht. Das reicht. Alles in Ordnung. Die Strafe wurde erteilt, weil Gott gerecht ist. Der Straffällige, der bin ich, der wurde begnadigt. Das wünsche ich jedem, dass Gott uns begnadigt und er ist bereit, es zu tun und es geht durch Jesus Christus. Dank dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währet ewiglich. Amen. Wir wollen beten, ihr dürft euch gerne erheben dazu. Lieber Herr Jesus, wir loben dich, wir preisen dich, ja, weil du so unglaublich gnädig bist. Danke, dass du dein Volk gesehen hast in der Verlorenheit, in der Niedrigkeit, in der Gefangenheit. Und danke, dass du mich gesehen hast, dass du einen jeden Menschen siehst, genau da, wo er sich befindet. Und danke, dass du, Herr, die perfekte Lösung geschaffen hast, dass keiner der Gerechtigkeit zugeführt wird, der ewigen Verdammnis. Danke, dass du selbst die Lösung bist, weil du die Strafe für die ganze Menschheit übernommen hast. Wir loben dich und wir preisen dich und geben dir die Ehre. Amen. Vielen Dank, Benny, für die Botschaft, die Predigt. Und ich hoffe, dass jeder etwas mitnehmen durfte davon, von diesen drei Punkten. Gott ist gut in seiner Schöpfung, in seiner Erlösung und in seiner Führung. Danke dir. Ja, mir bleibt zum Schluss eigentlich nur noch, euch zu verabschieden für diese Woche. Aber ihr dürft auch gerne bleiben. Wir haben heute noch ein Gemeindeessen, wo wir gemeinsam eben noch den Mittag verbringen möchten. Also seid ihr alle eingeladen dazu. Und ja, ich denke, wir werden dann auch Bescheid geben, wenn es soweit ist. Es gibt einfach ein Buffet und bleibt gerne hier, auch die Gemeinschaft zu genießen und Gespräche auch zu haben. Und ja, möchten euch herzlich einladen dazu. Wir schließen den Gottesdienst noch mit einem Lied. Lied Nummer 192, wenn ich jetzt im Kopf habe.
singet die Mästen.